Hallo, hier ist Clara. Vor ein paar Tagen haben wir das Muster, das zweifarbige Muster gestrickt. Die Qualität ist leider nicht so gut rausgekommen und deswegen stricken wir heute erneut das Muster. Und ich habe dafür ein bisschen dickeren Faden ausgesucht. Fäden, zwei Fäden müssen wir hier haben und die Nadelstärke 3. Der Faden für Anfänger ist es auch sehr wichtig, ist, dass die Fäden gleiche Garnstärke haben. Bei mir sind das heute in 50 Gramm 133 Meter und ich nehme die Nadelstärke 3 und ich hoffe, dass es deutlicher wird und besser. Heute möchte ich als Grundfarbe die hellere Farbe nehmen und die Flecken werden dann in Grün. Maschenzahl. Der Rapport besteht aus 10 Maschen plus 2 Maschen für die Symmetrie und plus 2 Randmaschen. In die Höhe sind das 4 Reihen, da wir aber das Muster nachher versetzen. Kommen noch 4 Reihen dazu, nur die Reihenfolge ändert sich. Wir stricken heute ein Beispiel aus 2 Rapports. Das heißt, 2 Rapports sind 20 Maschen plus 2 für Symmetrie 22 und plus 2 Randmaschen 24 Maschen. Für die Anfänger, wir legen zwei Stricknadeln zusammen. Lassen so ein Stück, ich mache das immer ungefähr hier an der rechten Seite. Und dann schlagen wir 24 Maschen an. Ich gehe von unten rein, mache so eine Drehung und dann schlage ich die Maschen an, indem ich hier von unten es sind 4. Und so weiter. 24 Maschen bitte. Die 22 Maschen sind angeschlagen. Eine Nadel kommt raus. Und wir können anfangen mit Stricken. Der Anfang ist so, dass wir zuerst 2 Reihen in Hauptfarbe stricken. In meinem Fall ist es gelb. Und das Muster wird immer abwechselnd. 2 Reihen in Hauptfarbe und dann 2 Reihen in Kontrastfarbe gestrickt. Das ist leicht zu merken. Die ersten 2 Reihen stricken wir mit der Farbe, was wir angeschlagen haben. Und zwar erste hebe ich immer ab und dann stricken wir die Hinreihe einfach alle Maschen rechts. Wir stricken alle Maschen rechts und die Randmasche links, bitte. Das war die Hinreihe, alle Maschen rechts. Wir wenden, erste abheben und wir stricken die Rückreihe, alle Maschen links. Also geht ganz einfach, bitte alle Maschen links stricken. Nach den 2 Reihen ist es die Zeit, die Farbe einzufügen. Die Kontraste Farbe, bei mir ist es grün. Für Anfänger zeige ich das. Ein kleines Stück hier lassen, so 4-5 cm. Sie liegen so wie gewohnt, einfach wie sie stricken, an den Finger und fangen an. Da es die Farbe das erste Mal gewechselt wird, stricke ich immer. Sonst hebe ich die erste ab und hier bei der Farbewechsel, bei der ersten Wechselung, stricke ich auch die Randmasche. Also ich stricke die Randmasche einfach rechts ab. Das zählt nicht zum Rapport. Jetzt fangen wir an das Rapport und das kann man gut sehen. Das fängt an mit 7 Maschen. Die vordere Seite wird immer rechts gestrickt, also glatt rechts. Und wir stricken 7 Maschen rechts.
Da ich nach alter Methode die linke Masche stricke, deswegen erscheinen bei mir die Maschen so, dass ich hier von hinten einsteche. Wenn sie nach Mo also in Russisch gibt es so einen Begriff nach Omas Methode oder klassische Methode. Also wenn Sie eine klassische Methode stricken, dann werden Sie von vorne einstechen und ich steche an, so wie die Maschen liegen. Wir kommen zurück zum Muster. Wir haben 7 Maschen, in meinem Fall grün gestrickt. Jetzt Achtung, die nächsten 3 Maschen werden ungestrickt auf die rechte Nadel rübergesetzt und genau hinpassen, dass an der Rückreihe der Faden locker liegt, dass er nicht so stramm ist, sonst sieht es nachher nicht schön aus. Also es schön locker lassen und wir stricken den nächsten Rapport. 7 Maschen rechts. Die letzte, die 7. Und die nächste 3 einfach ungestrickt abheben und achten, dass der Faden locker ist von hinten. Und dann bleiben nur die 2 Maschen für die Symmetrie und die Randmasche links. Das war die Reihe 3. Wir wenden. Also die zweite Reihe stricken wir immer noch mit der gleichen Farbe. Erste abheben und das geht so ganz einfach. Die Rückreihe wird immer links gestrickt und wir stricken die Maschen, die links schon gestrickt sind, links und die Maschen, die wir vorher abgehoben haben. Der Faden bleibt vorne und wir heben die nochmal ab. Achten, dass der Faden vorne bleibt. Und dass es hier schön locker der Faden liegt. Und dann stricken wir die nächste 7 Maschen links. So, der Faden kommt nach vorne und die nächste 3 einfach ungestrickt abheben. Das zweite Mal heben wir die ab dann vorsichtig den Faden nach hinten. Hier achten, dass es locker ist und den Rest, nicht den Rest, sondern die nächste 7 Maschen stricken wir links ab. Die Randmasche auch links. So, es ist doch besser, wenn wir die ersten 2 Reihen einfach Vorbereitungsreihen nennen und dann der Rapport mit Kontraste Farbe anfangen. Also das waren 2 Reihen in Grün und jetzt die nächsten 2 Reihen. Also wir tauschen die Farbe in die Hauptfarbe und das geht ganz einfach. Wir stricken. Das ist dann die Reihe 3 und wir stricken die ganze Reihe einfach nur rechte Maschen. Also die Vorbereitungsreihe wird sich nicht wiederholen. Also das waren erste, zweite, jetzt ist die dritte Reihe. Alle Maschen rechts in der Kontraste Farbe. So sieht es aus. Wir wenden. Erste Masche abheben und es geht wieder ganz einfach mit der gleichen Farbe. Nicht vergessen, immer 2 Reihen mit der gleichen Farbe und die Rückreihe stricken wir einfach alle Maschen links. Das ist die, ich nenne die Hauptfarbe, weil das mehr, also in meinem Fall jetzt gelb wird, mehr als grün. Also die Hauptfarbe. Mit der Hauptfarbe stricken wir jetzt die Rückreihe, alle Maschen links, bitte. So, jetzt sind wir fertig mit unseren 4 Reihen und der erste Rapport ist durch.
Da kann man sehr gut erkennen. Wir wollen aber, dass das Muster hier versetzt wird. Hier in die Mitte kommen jetzt die Grüne. Das kann man visuell später ganz gut erkennen und braucht man nicht nachzählen. Hier kommen die mittleren drei, dann zwei von der rechten Seite, zwei von der linken. Und das ist dann sehr leicht zu merken. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in der Reihe 5. Ja, wir haben 4 durch, jetzt sind wir in der. Wir wechseln die Farbe, weil wir zwei Reihen schon durch haben. Und wir erst abheben. Dann kommen zwei Maschen für die Symmetrie, die wir in Grün stricken. Und die nächsten drei Maschen werden abgehoben, so wie auch vorher, einfach ungestrickt und wir achten, dass der Faden hinter locker ist. Und jetzt fangen wir an mit dem Rapport. Wir stricken 7 Maschen rechts. Ich sehe das schon hier, das ist 7. Ja, nochmal kontrollieren. 7 waren so. Und die nächsten 3 Maschen ungestrickt abheben. Und dann bleiben noch 7 Maschen, die wir in der Farbe auch abstricken. Und die Randmasche längs, bitte. Wir wenden. Wir sind immer noch mit der Kontrastfarbe, die zweite Reihe damit, erste abheben und an der Rückreihe stricken wir alle, die wir vorher rechts gestrickt haben, stricken wir die links. Sie sehen auch links aus hier, so wie die Maschen aussehen. Also wir stricken die alle links. So. Und die Maschen, die wir vorher abgehoben haben, werden wieder abgehoben. Nur der Faden kommt nach vorne und die Maschen abheben. Vorsichtig den Faden hier querlegen und weiter die 7 Maschen in der grünen Farbe abstricken. Und dann die 2 für Symmetrie und die Randmasche links. Wir wenden. Das war die 7. Reihe oder nee, die 6. oder die 2. Reihe von 9 Rapport. Also 2 Reihen haben wir. Den neuen Rapport durch und nach 2 Reihen wissen Sie, dass Sie die Farbe wechseln. Und jetzt geht es ganz babyleicht, erste abheben und wir stricken alle Maschen rechts mit der Hauptfarbe. Einfach alle Maschen rechts stricken und die Randmasche links. Nach der eine Reihe rechts wenden wir. Wir sind an der Rückreihe und das ist die letzte Reihe. Und an der Rückreihe, Sie können sich erinnern, die Hauptfarbe, stricken wir einfach alle Maschen links. Bitte alle Maschen links stricken. Wir haben den Rapport zweimal durch und es ist natürlich deutlich besser auch zu sehen und zu erkennen, als es hier also eine ungünstige Variante hatte ich ausgesucht. Also kann man ja alles verbessern.
Wir haben zweimal den Rapport durch. Schauen Sie mal, wie schön sieht es aus so für Kindersachen. Sehr schön. Also die Reihe 1 bis 8 stets wiederholen, also 4 Reihen ein Rapport, dann 4 Reihen versetzen und so bitte weiter. Ich stricke noch ein paar Rapports in die Höhe und ich kann mir vorstellen, wie schön das aussehen wird. So, schauen Sie mal, was für eine große Rolle spielt die Farbkombination. Also das sieht ja sehr schön aus. Sehr, sehr schön aus. Und der Faden, ja, für zweifarbige Muster soll dann nicht so dünn sein. Und von hinten sieht es dann so aus. Ich zeige gleich noch. So sieht es aus, wenn die Farbe mehr Kontrast ist. Ich hoffe, das kann man sehen. So sieht das aus, die Pastellfarbe. Und hier ein bisschen lockerer gestrickt. Die Nadelstärke war dicker und ja, lockerer gestrickt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken an die tolle, gute Kommentaren, an die Daumen hoch. Hoch, genauso auch für die ja, Anmerkungen. Das ist auch sehr wichtig für mich, wie ich das auch gekriegt habe zu diesem Muster. Und ich verbessere dann gerne das. Und ich hoffe, dass Sie das gebrauchen können. Bleiben Sie gesund und ein fröhliches. Ja, alles Gute.